perfekt damit. Geht alles? Geht's? Entschuldigung, aber wir haben 3 Jahre Pause gehabt und da funktioniert nicht immer alles gleich. So, jetzt geht's los, fange ich nochmal an. Also, ein paar Pinselstriche noch und dann ist mein neuestes Kunstwerk fertig. Ja, während der Pandemie hatte man ja keine Gelegenheit, mal in ein Konzert oder in ein Theater zu gehen. Da musste man sich anderweitig beschäftigen. Kein Problem für mich im kulturaffinen Universalgenie, das ich nun mal bin. Und ich kann nur sagen, die bildende Kunst hat auch etwas an sich. Ich bin immer gespannt, was der Müller sagt, wenn er sieht, was dieser alte, weise Mann alles noch so drauf hat. Herr Müller, da kommen Sie ja endlich mit dem Mittagessen. Das heiß ersehnte Mittagessen, haben Sie es auch so zubereitet, wie ich es Ihnen genau gesagt habe? Sehr wohl, Herr Graf, wobei mir die Zubereitung dieser Speise äußerst Schwierigkeiten gemacht hat. Ich bitte Sie, ist das wirklich genau das, was Sie essen wollen? Müller, Sie wissen doch, dass ich das nur essen kann, weil meine Familie außer Haus ist. Das ist mein Lieblingsgericht, das unsere Köchin mir schon als kleinem Kind kredenzt hat. Und dennoch widerspricht mir die Zubereitung dieser Speise als Ihr, in meinem Ethos als Ihr Butler und Koch. Pappalapapp, tun Sie noch so, als wären Sie ein Sternekoch. Und als ob ich Sie gezwungen hätte, aus unseren Kellerkakerlaken zu braten und aus dem Mehlwurflarven einen Kompott zu machen. Im Übrigen, lieber Müller, wenn ich an den Schwund in meinem Weinkeller denke, dann gehe ich davon aus, dass Sie nach dem Grundsatz handeln, man nehme ein Glas Wein und gieße es in den Koch. So, Müller, bevor ich jetzt zum Essen komme, Sie sind der Erste, dem ich mein neuestes Kunstwerk zeige. Was sehen Sie? Ist das nicht prachtvoll? Ich würde eher sagen, grauenvoll. Ich meine, die Leinwand ist ganz schön grauselig. Und was soll dieses Bild darstellen, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Fangen Sie mal mit an, dann drehen wir es rum, damit jeder das sehen kann. Das ist der Blick vom Gruner Schloss auf den Belchen. Gemalt nach dem grauen Expressionismus, dessen Avantgarde ich als Künstler angehöre. Ach, der Herr Graf gehört jetzt zur Speerspitze der bildenden Kunst. Weiß Ihre Frau Gemahlin schon davon? Meine Frau weiß genau, wo ich bin, ist immer vorne. Und wenn ich mal hinten bin, dann ist eben hinten vorne. So, die Kunstbanause. Eine Chance gebe ich Ihnen noch. Was sehen Sie hier? Das ist... Müller, Vorsicht, ganz dünnes Eis. Und denken Sie bitte immer daran, wer Ihnen am Monatsende das großzügige Gehalt überweist. Großzügiges Gehalt? Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Sie verzeihen, Herr Graf, aber mein Unverstand ermöglicht es mir nicht, dieses Bild zu deuten. Dann will ich Ihnen gerne helfen. Das ist der Blick auf den Staufner Schlossberg vom Gruner Schloss aus. Ah, ja. So, jetzt habe ich noch eine Chance für Sie. Mein bestes Werk. Ein Meisterwerk. Was sehen Sie? Das ist der Blick vom Gruner Schloss auf die Vogesen. Quatsch, das ist ein Selbstporträt von mir, sehen Sie das nicht? Das bin ich, wie ich leib und lebe. Das Grauen hat einen Namen. Herr Graf, mir graut vor dir, wie schon der Geheimrat von Goethe im Faust geschrieben hat. Diese Bilder verdienen es, ausgestellt zu werden. Die Menschen sollen wissen, zu was die Kunst heute fähig ist. Aber ich denke nicht daran, das in einer kleinen Galerie in Staufen, die nur aus einem Fenster besteht, zu machen, sondern ich strebe nach einem höheren, das Bewusstsein erweiternden Verbreitung meiner Kunst.
dann warten Sie doch am besten noch so lange, bis Cannabis legalisiert wird. Bekifft wird auch der größte Kunstbanause Ihre Bilder für genial halten. Aber ich hätte vielleicht eine Idee, wo man Ihre Bilder Ihrem künstlerischen Anspruch genügend würdig ausstellen könnte. Sie denken vermutlich an das Bayerler Museum in Basel. Ah nein, Sie denken an das Brüder-Bohner-Museum in Baden-Baden. Oder auch an nein, was? Ich denke an das Müllseum. Müllseum? Das kenne ich ja gar nicht. Wo gibt's das denn? Das Müllseum? Ist das in Berlin oder in Hamburg oder in München? Nein, das Museum befindet sich bei der Trasse der zweiten Umgehungspassage der Großen Umfahrung. Direkt vor Ihrer Türe auf dem Acker zwischen Staufen und Grunern. Also gut, dann kümmern Sie sich drum. Jetzt zu Tisch. Zu Tisch. Decken Sie mal Ihre Schönheit hier auf. Was haben Sie mir denn heute zu kredenzen? Eine Bemerkung sei mir noch gestattet, Herr Graf. Dieses Gericht widerspricht allem, was unser Landwirtschaftsminister Cem Özdemir meint, wenn er davon spricht, dass jeder das Recht auf gesunde Ernährung habe. Das ist mir doch egal, was der Chef des Soja-Würstchens-Ministeriums sagt. Moi, c'est le roi, und ich bestimme, was in meinem Haus eine gesunde Ernährung ist. So, nun kredenzen Sie doch endlich mal. Ich offeriere Ihnen gefülltes Schoko-Waffelgebäck mit Migrationshintergrund an einer Soße nach Art der Sinti und Roma. Das hatte ich doch gar nicht bestellt. Ich wollte einen Mohrenkopf mit Zigeunersoße. Herr Graf, das ist sprachlich absolut nicht mehr korrekt, von einem Mohrenkopf zu sprechen. Das nennen Sie es halt Negerkuss. Nun, Sie wissen doch, dass dieser Begriff heute ersetzt wird durch den Begriff N-Wort. Oh, Müller. Wie soll ich das alles noch verstehen? Wie schön waren doch die Zeiten, als Sie mir Karten für ein Theater, für die Oper oder für ein Ballett besorgt haben, um eine schöne Inszenierung anzusehen. Zum Beispiel den Nussknacker von Tschaikowski. Geht nicht, das ist rassistisch, weil darin ein Ballett von Chinesinnen vorkommt. Und der Rosenkavalier von Richard Strauss? Geht nicht, ist rassistisch, darin kommt ein schwarzer Moor vor. Und die Zauberflöte von Mozart? Geht nicht, darin kommt Monostatos vor und der ist ebenfalls ein Moor. Dann besorgen Sie mir doch eine Karte für den Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Der dürfte doch nicht rassistisch sein. Geht nicht, denn darin lässt sich ein notgeiler alter Sack von Mephisto um 30 Jahre jünger pimpen, der daraufhin eine 14-jährige unbedarfte Jungfer schwängert. Herr Graf, das ist Sexismus pur. Und der Othello von William Shakespeare, ist der etwa rassistisch? Nein, aber da Othello als Schwarzer meist von weißen Schauspielern gespielt wird, die deshalb schwarz geschminkt werden müssen, ist das sozusagen ein sogenanntes Blackfacing und heute absolut unzulässig und wird als kulturelle Aneignung bezeichnet. Aha, weiß das denn die Staufner Zelmenzunft, dass sie am Montagsmarkt dann keine Indianer, keine Chinesen, keine Eskimos, keine Zigeuner und keine Haremsdamen nichts mehr bringen kann auf dem Markt? Das scheint tatsächlich der zeitgeistige Mainstream künftig zu unterbinden. Und wissen Sie denn auch, dass Sie dann auf der Staufner Fasnitzbühne nicht mehr den Münstertäler mimen können mit seinem Hä? Verstehen Sie? Nein, wieso nicht? Weil das kulturelle Aneignung ist, wie sie im Buche steht. Herr Graf, das sehe ich allerdings etwas anders. Wissen Sie, Münstertäler und Kultur. Äh,
Das sind zwei Begriffe, die nur schwerlich zur Deckung zu bringen sind. Ja, gibt es denn nichts Unverfängliches, zum Beispiel eine Operette? Nun, wenn Sie nicht gerade Karten für den Zigeunerbaron wollen. Sie werden sich wundern, warum Sie keine Karten für den Zigeunerbaron orten sollen, Herr Graf. Ja, warum denn? Weil das Wort Zigeuner darin vorkommt? Nein, nicht nur der Titel ist rassistisch, sondern diese Operette ist auch anti-vegan. Und dann machen Sie mal halblang, wieso kann eine Operette denn anti-vegan sein? Weil darin ein Lied vorkommt, mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh und Schweinespeck. Ja, gibt es denn nichts anderes, eine Operette, zum Beispiel der Bettelstudent von Karl Millecker? Um Gottes Willen, Herr Graf, diese Operette ist ja geradezu ein Paradebeispiel für latenten Sexismus. Der Bettelstudent von Millecker ist sexistisch? Na, selbstverständlich, darin kommen Passagen vor wie ich liebelte bei den Tscherkessen mit schönen Frauen des Kaukasus. Oder noch schlimmer, noch schöner schien mir die Kreolin, doch alt die Schönheit schnell verbleicht, wenn man dagegen hält die Polin. Der Polinreiz bleibt unerreicht. Das ist reinster Sexismus, Herr Graf. Dafür kann ich Ihnen keine Karten besorgen. Das nennen Sie sexistisch? Sie wissen doch, dass das Statistische Bundesamt festgestellt hat, dass die meisten ausländischen Frauen, die von deutschen Männern geheiratet werden, Polinnen sind und nicht etwa Thailänderinnen zum Beispiel. Das wundert mich doch sehr. Warum? Thailänderinnen massieren besser. Haben Sie einen Sprachfehler oder einen Schluck auf? Warum sagen Sie nicht einfach Thailänderinnen? Nun, die deutsche Sprache ist heute dafür nicht mehr geeignet. Ich gendere, Herr Graf. Tut das weh? Warum sagen Sie das? Nein, aber ich bemühe mich, die neuen Richtlinien der deutschen Sprache einzuhalten und formuliere deshalb nach Möglichkeit geschlechtsneutral. Ach, sind Sie inzwischen auch so ein Rindvieh, das nicht mehr weiß, in welchen Stall es gehört? Die schöne deutsche Sprache, wie wird die doch heute verhunzt? Mein Vater, meine Mutter haben mir die deutsche Sprache als Kind beigebracht. Sie haben sie quasi mit der Muttermilch in mich eingetrichtert. Und das soll nicht mehr korrekt sein heute? Dieser Satz müsste heute politisch korrekt heißen, mein nicht gebärender Elternteil und mein austragender Elternteil haben mir als Kind die deutsche Sprache beigebracht, sie mir geradezu mit der menschlichen Milch eingetrichtert. Ach Müller, ich kann das alles nicht mehr verstehen. Nun, Herr Graf, jetzt grämen Sie sich nicht. Es ist doch verständlich, dass Sie als alter, weiser Mann, als einer der Ältesten dieser Generation mit diesen vielfachen Begriffen wie LGBTQIA oder divers nichts mehr anzufangen wissen. Sagen Sie das nicht. In meinen Jugendtagen hatte ich 40 Meter LGB. Wie bitte? 40 Meter von LGBTQIA? Was ist denn das für ein Blödsinn, Herr Graf? Hören Sie zu, ich hatte 40 Meter Gleise der LGB, Lehmann Große Bahn, oh, im Garten. Und was divers ist, brauchen Sie einem fünffachen Vater, ja, Entschuldigung, einem fünffachen nicht gebärenden Elternteil nicht zu erklären. Meine Kinder sind alle divers, sie sind alle anders. So, und jetzt habe ich die Nase voll, jetzt protestiere ich gegen diese Einschränkung der Kulturfreiheit. Und was werden Sie jetzt machen, Herr Graf? Ich mache das, was die älteste, jüngste Generation gegen den Klimawandel tut. So, Müller, Sie sehen, die alten, weisen Männer sind durchaus in der Lage, den Jünglingen und innen der Generation nachzumachen. Nur hätten die vor dem Wurf wenigstens die Dose noch geöffnet. Ich bin noch lang nicht fertig, Müller. Jetzt hole ich mir hier meinen Klebestoff heraus und mache das hier rein. Und jetzt
klebe mich ich aus Protest mich an diesem Sessel fest. Was sagen Sie nun? Da kann ich Ihnen nur mit Friedrich Schiller antworten. Festgeklebt auf einem Stuhle sitzt der Graf in seinem Schloss. So kommt er nicht mehr an sein Essen, was Herrn Grafen sehr verdross. Müller, was soll ich denn jetzt machen? Auch da würde ich noch mal Schiller zitieren. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen. Müller, was soll ich denn jetzt machen?